Warum tun wir so ein Event sponsern? Wir finden halt, dass es wichtig ist, dass wir Schweizer Gastronomen unterstützen mit Schweizer Produkten. Regionalität ist ein Megatrend auf der einen Seite und auf der anderen Seite hilft es auch, dass in unserem Planet ein bisschen mehr grüne Natur vorkommt. Ich meine, gerade jetzt mit Schweizer Wein ist es immer schön, dass man so viel wie möglich kann anbieten kann. Dann hoffen wir natürlich auch, dass es Gäste aufnehmen und wirklich Qualität schätzen, die man dann kann zeigen aus dem eigenen Land. Was bewegt uns dazu, hier auch langfristig Partner zu sein? Der emotionale Wert ist extrem wichtig für uns. Gastgewerbe ist per se emotional. Das Bier trinken miteinander, gemeinsam eine gute Zeit verleben, ist extrem emotional. Also für uns das Hauptthema, warum wir hier mitmachen, ist eigentlich Wertschätzung der Mitarbeiter gegenüber. Weil das ist schlussendlich ist das ein Preis für unsere Mitarbeiter. Was heutzutage wichtig ist, man muss eine Geschichte erzählen. Rund um das gastronomische Objekt, man muss eine Geschichte erzählen um die Speise, ums Essen. Und ich glaube, für das Getränk sind wir auch an einem Punkt, wo das Getränk auch eine Geschichte erzählen muss. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel zum Erfolg für die Zukunft. Bei Best of Swiss Gastro haben wir mitgemacht, weil wir so gute Sachen finden. Und weil es eine relativ grosse Werbeplattform ist, wo ein einzelner Gastronom gar nie herkommt. Da ist der Anton Musiman. And the winner is Ristorante da Enzo in Vicino Pontebrolla. Ja, ist sensationell, also ist super, oder? Fantastico, wie man so bei uns sagt. Und ich hoffe, dass das auch ein bisschen Gäste jetzt den Sinn runterbringt. Und ja, nein, wir sind glücklich. Das hat uns sehr überrascht, dass wir jetzt noch gewonnen haben. Die Gastronomen sollen einfach eine innovative Küche betreiben, die Gäste gut pflegen. Und wir werden dafür sorgen, dass möglichst viele Gäste in den Restaurants in der Schweiz den Weg finden. Und vor allem jetzt in Tessin.